13. nicht Freitag, soll auch recht sein, im September 2020 und die Kernprobe schreitet voran und der Nerdquiz-Kalender sagt, meine Frage ist diese. So. Welcher Schokoriegel hieß in Deutschland früher Raider? Ja, warum er eigentlich nicht mehr Raider heißt, weiß ich auch bis heute nicht, sollte ich mal nachgoogeln. Nicht mehr Raider, sondern Twix, außer ab und zu mal, wenn er doch wieder Raider heißt, aus Werbegründen. Twix. Twix ist auch gar nicht schlecht, schmeckt schon, kann man essen.